Freitag, der 15. Und heute fangen wir mit Star Wars an, weil ich habe die Hoffnung, dass der Kollege heute hier wieder besser wird. Star Wars hatte ja gestern ein bisschen hier eine Nascherei samt Prinzessin Leia mit bei. Leider kein Weihnachtsprint, das finde ich schade, aber war allemal besser als vom anderen Kalender. So, der 15. Wo versteckt er sich? Da drüben. Ah, nicht abhauen, herkommen. Der 15. Und da ist wieder mit drin. Da ist ein Mini-Endo mit bei, das ist ein kleiner Tisch. Mit Tischplatte und da ist so ein Mini-Endor mit drauf. Das finde ich ja cool. Basteln wir mal Mini-Endor zusammen, beziehungsweise das Ewok-Dorf. Kleines Mini-Endor ist. Mini-Endor auf dem Tischchen ist fertig. Hätte noch ein bisschen mehr Schmückung verdient, aber ich denke mal, jeder Star Wars-Fan sieht, was es ist. Da fällt mir das Tischbein ab. Kommst du wieder her? Und das andere Tischbein auch, das ist ein bisschen fragil. Das darf wohl so sein, ist okay, das ist Lego, kann man da sehr einfach reparieren. Zack, und sieht ziemlich knuffig aus. Mal gucken, was der Marvel-Adventskalender heute bereithält. Freitags ist ja meist eher eine Mauerausbeute. Und wir hatten hier auch jetzt schon, naja, wir müssen es von gestern wieder gut machen, sind wir ehrlich. Also, 15. Zack, guck, was ist drin? Ein weiterer Bild von... Ja, schreibt mal in die Kommentare, was das sein soll. Ich habe keine Idee. Ich baue es jedenfalls mal zusammen. Hier ist es fertig. Ich glaube, ich habe eine Idee, was das ist. Das sieht aus wie ein kleines Tischchen mit oben was Blauem drauf. Ja, ich weiß. Aber wir haben hier noch vier kleine lustige Freunde, wo wir was reinklipsen können. Und ich denke, im nächsten oder übernächsten Tütchen ist irgendwas an Zubehör drin, wo wir hier dran machen können. Puh, das ist schwach. Da gefällt mir Mini-Endor besser, allein aus Retrospektive, aus Kindheitserinnerungen. Da finde ich das wesentlich cooler. Die Frage ist, wo stellen wir das hin? Wir haben, das ist kein Raumschiff, kein Fahrzeug, heißt, das kommt definitiv in die Stadt und das kleine Ding auch. Ha, überlegen wir uns mal, wo das hinkommt. Gehen wir erstmal rüber in die Stadt. Oh, wo ist sie denn? Da ist sie, guck mal. Da thront und prangt sie schon. Und dann nehmen wir uns doch jetzt einfach mal ein bisschen Zeit. Und da drüben beim Weihnachtsmann, da ist doch leer, guck mal. Da stellen wir die kleine Mini-Endor-Stadt hier hin und der Weihnachtsmann spielt einfach mit der Mini-Endor-Stadt. Das kann er bestimmt sehr gut. Diese Kleinigkeit hier, wo irgendwelche Waffen dran sollen und andere Dinge, ich glaube, die können wir... da hinten bei dem Marktstand finde ich nicht so prickelnd, da hinten finde ich auch nicht so gut, dort vorne auch nicht. Ah ja, genau. Wir stellen mal die Vespa hier rüber, die packt einfach mal da und falls denn Waffen kommen, machen wir die Waffen einfach da dran, vor der Eislauffläche und dann haben wir da was. Das sieht doch jetzt relativ entspannt aus. Das sieht doch gar nicht so übel aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem heutigen schönen 15. und einen guten Start in den Tag. Morgen ist wieder Wochenende, morgen gibt es auch wieder ein Video. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann. Tschüss.